Привет. И от меня привет. Unsere Tour fangen wir erst im Fischereihafen an, in dem bedeutungsvollen Stadtteil des Bremerhavens. Der wurde 1886 angelegt. Die feierliche Eröffnung des heutigen Fischereihafens fand am 1. November 1896 statt. Früher waren es mehrere Fischkutter, die jeden Tag mit frischem Fisch und Krabben an Bord an den Hafen kamen. Die Ware wurde auf den Auktionen versteigert. Am Tage der Lohnabrechnung sind die Seemänner spät nach Hause gekommen. Es waren unterwegs viele Tavernen, die den Weg erschwerten, bis man an jede vorbeikam. Die Ehefrauen haben sich dagegen deswegen gewehrt. Mit Erfolg. Trotz sehr bewegter Vergangenheit ist der Fischereihafen auch heute noch der führende Standort für Fischverarbeitung und Produktion mit dem Schwerpunkt Tiefkühlproduktion in Europa. Im ältesten Teil des Fischereihafens wurde mit Hilfe der EU-Gelder das Schaufensterfischereihafen errichtet. Ein ökonomisches und touristisches Zentrum mit Besichtigungs-, Speise-, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten. Hier kann man vor Ort miterleben, wie man noch in den alten erhaltenen Ofen den Fisch räuchert und auch gleich eine Kiste mit Frischware mitnehmen. Das ist echt lecker. Bremerhaven ist eine Hafenstadt an der deutschen Nordseeküste. Er liegt etwa 60 Kilometer von Bremen entfernt. Bremerhaven und die Stadt Bremen bilden zusammen einen Bundesland Bremen. Im 13. Jahrhundert entstand an der Stelle des heutigen Bremerhaven eine Siedlung. Bremen litt unter der Versandung des Flusses. Der Bremer Bürgermeister Johann Schmidt kaufte vom Königreich Hannover Grundstücke an der Wesermündung und begann mit dem Bau des alten Hafens. Das war im Jahr 1827. Das heutige Bremerhaven wurde gegründet. Bremerhaven entwickelte sich schnell rund um den Hafen und die Werft. Im Laufe von 100 Jahren wurden hier mehr als 250 Hochseeschiffe gebaut und schnell etablierten sich regelmäßige Flüge über den Atlantik. Im Hafen wurde eine kleine Aussichtsplattform aus Containern gebaut. Hier steigen wir hoch und schauen die großartige Aussicht an. In ca. 15 Meter Höhe hat man einen Rundumblick auf den Containerterminal, Autoterminal, Werft, Schleusen und das Kreuzfahrtterminal.
Mit direkter Lage an der Nordsee ist die Stadt ein attraktives Ausflugsziel, um einen tollen Tag am Wasser zu erleben. Bremerhaven wächst am Meer. Die Seestadt schlägt ein neues Kapitel ihrer Geschichte auf. In der City am Weserdeich sind die Hafenwelten Bremerhaven entstanden. Ein maritimes Tourismuszentrum mit einzigartigen Attraktionen. Die Stadt hat viele interessante Orte zu bieten. Wir haben einfach beschlossen, noch einen Tag in Bremerhaven zu verbringen. Haben ein tolles Plätzchen gefunden und da übernachtet. Schönen guten Morgen. Jetzt erstmal ganz in Ruhe frühstücken. Die Aussicht aus dem Fenster ist einfach grandios. Tolles Plätzchen gefunden. Nach dem Abwaschen noch ein kleiner kurzer Blick aus dem Fenster. Jetzt sieht man das viel, viel besser. Und dann geht das wieder los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.